In diesem Video geht es um Düngemethoden, die ich hier zu Hause in meinen Aquarien anwende. Ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, wie ich dünge und was ich dünge. Und deswegen möchte ich auch einmal kurz den Dünger zeigen, den ich verwende. Ich kaufe mir, wie alles, was ihr auf meinem Kanal seht, selbst. So auch den Dünger. Das ist also kein Sponsoring. Und ja, los geht es mit dem Eisendünger. Und zwar von Greenscaping, von dem Johannes. Ja, das ist ein Mikrodünger, ein Eisendünger, ziemlich hoch konzentriert. Dann nutze ich den Nitratdünger von Greenscaping und den Kaliumdünger. Phosphat dünge ich in keinem meiner Aquarien. Ich habe in allen Aquarien Tiere und durch die Ausscheidungen der Tiere entsteht bekanntlich ja auch Phosphat. Ja, und so verfahre ich jetzt schon seit einigen Jahren und das scheint den Pflanzen zu reichen, denn sie wachsen prächtig. In diesem Video gehe ich nun also auf die verschiedenen Düngemethoden ein, die ich verwende, sowie auf das Ausgangswasser, die Beleuchtung, also die Lichtstärke über den verschiedenen Aquarien und natürlich über CO2 und die flüssige Zudüngung von Nitrat, Eisen und Kalium. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, hier bin ich an meiner Osmoseanlage, die in der Garage ist. Hier sieht man den Frischwasserzulauf. Hier kommt das Altwasser zurück in den Ausguss. Hier unten sieht man dann das gefilterte Wasser in einen weiteren Filter laufen. Und zwar ist das ein Silikatfilter. Ja, da ist so ein Mischbettharz drin. Das ist blau. Ja, und wenn es dann mit Silikat gesättigt ist, wird es gelb-golden. Hier sieht man jetzt mal so eine Silikatpatrone, die verbraucht ist. Die Kügelchen sind jetzt gelb gefärbt. Und das ist das Zeichen, dass man eine neue Patrone vorschalten muss. Oder man kann diese Patronen auch aufschrauben und einfach das Harz austauschen. Ich habe mir diese Umkehrosmoseanlage selbst gekauft. Sie ist von Filtermaster und schafft am Tag ca. 160 Liter Reinstwasser. Ja, und das reicht für meine 18 Aquarien aus. Ich leite dann das Wasser hier in zwei 60 Liter Tanks. In dem Tank habe ich hier eine Pumpe, die schafft 3500 Liter in der Stunde. Ja, und mit einem U-Rohr leite ich dann das Wasser entweder in die Aquarien direkt oder in eine Gießkanne. Mein Leitungswasser hat ungefähr 250 Mikrosiemens, also das ist schon sehr gut. Ja, und das gefilterte Wasser hat hier einen Wert von 0 Mikrosiemens. Diese Osmoseanlage habe ich jetzt seit 2 Jahren im Gebrauch. Ja, und solange das Ausgangswasser bei 0 Mikrosiemens ist, werde ich sie auch nicht tauschen. Natürlich spielt bei der Düngung die Beleuchtung eine sehr große Rolle. Ich habe hier über meinen Scapes Lampen montiert, sodass ich hier im Bereich von Starklicht bin, also ca. 60 Lumen pro Liter. Ja, und dementsprechend dünge ich auch. Der Nährstoffverbrauch ist so bei den Pflanzen
auch dementsprechend höher. Ja, und wenn man mit etwas Fingerspitzengefühl die richtige Dosis herausgefunden hat, funktioniert so ein Aquarium sehr, sehr gut. Hier an meinem Buse-Verlandra-Aquarium habe ich nur sehr langsam wachsende Pflanzen und auch Pflanzen, die keinen großen Nährstoffverbrauch haben. Das heißt, dementsprechend habe ich auch die Lampen gewählt. Das sind hier zwei Spotlight-LED. Ja, und die schaffen circa 25 bis 30 Lumen in dem Becken. Und ja, das funktioniert hier sehr gut. Die Beleuchtungsdauer in meinen Aquarien beträgt 8 Stunden ohne Pause. Und ja, das ist der Weg, den ich gehe und das funktioniert ohne Probleme. Aus vorangegangenen Videos ist vielleicht schon bekannt, dass ich in Aquarien, in denen ich kein CO2 benutze, außer etwas Kalium nicht zudünge. Dementsprechend habe ich natürlich auch die Pflanzen ausgewählt. Ich habe hier in meinem Gesellschaftsaquarium Pflanzen, die wenig Ansprüche haben. Und ja, so funktioniert das Ganze sehr gut. Hier in meinem Gesellschaftsaquarium ist jetzt auch keine besondere Lampe montiert. Ja, sie ist ausreichend, aber hat jetzt nicht so viel Power wie die TwinStar oder die ADA AquaSky RGB, die ich sonst über meinen Scapes benutze. Die Pflanzen kommen mit dem nährstoffarmen Milieu hier im Gesellschaftsaquarium sehr gut zurecht. Ja, und dementsprechend habe ich auch außer ein paar Belege an den großen Steinen, die ziemlich nah am Licht sind, keinerlei Algen. Da sich durch die fehlende Düngung hier im Aquarium auch kein Nährstoffüberschuss ansammelt, mache ich hier alle 3 Wochen einen 50-prozentigen Wasserwechsel. Auch hier in meinen Apistogramma Doppelbiotop Light Aquarien wird außer Kalium nicht gedüngt. Ich habe hier in diesen Aquarien viele Echinodoros-Arten gepflanzt, ja, die ich zwischen Steine und Holz geklemmt habe. Und ja, das funktioniert gut. Das Becken läuft jetzt seit 6 Wochen und die Echinodoris hat bereits submerse Blätter gebildet, die schön rot geworden sind. Auch hier ist ein leichter Belag auf dem Holz zu sehen, aber sonst läuft das Becken sehr stabil und ja. Den Apistogramma Benji geht es hier drin sehr gut. Rechts daneben ist das Becken der Apistogramma Trifasciata. Ja, auch hier sieht man die schönen roten submers gebildeten Blätter der Echinodorus-Arten. Und ja, bis jetzt läuft auch dieses Becken sehr stabil. Und ja. Macht mir sehr viel Freude. Jetzt komme ich zur Düngemethode 2. Hier bin ich an meinem Buse-Verlandra-Aquarium. Ich habe mich dazu entschieden, hier CO2 einzuführen, mit einem Neodiffusor. Der macht wirklich super feine Bläschen. Ja, und auch von dem Diffusor bin ich sehr überzeugt. Also ich leite hier CO2 ein, das heißt,
Ich dünge auch flüssig zu mit Nitrat, Eisen und Kalium, allerdings hier auf Stoß. Ich gebe wöchentlich hier Eisen, Nitrat und Kalium hinzu. Wie gesagt, ich dünge hier einmal auf Stoß. Das funktioniert sehr gut. Und zwar mache ich das aus dem Grund, ich habe hier sehr viele langsam wachsende Pflanzen drin. Das wären die ganzen Buswellantra-Arten, das Moos und hier oben im erst wachsend die Orchidee. Das heißt, bei Pflanzen, die generell sehr, sehr langsam wachsen, muss man mit der Düngung aufpassen, da man sich sonst sehr schnell ein explosionsartiges Algenwachstum heraufbeschwört. Ja, und das funktioniert in dem Becken hier sehr gut. Ich habe bislang keine Probleme. Ja. Und die Pflanzen wachsen und gedeihen. Ich leite hier CO2 ein bis auf einen Wert von circa 20 Milligramm pro Liter. Ja. Und dass jetzt hier im Moment so viel Blasen zu sehen sind, ist daran geschuldet, dass ich gerade die Flasche getauscht habe, ja, und die richtige Blasenzahl jetzt noch einstellen muss. Die Düngemethode 3 kommt bei mir bei Aquarien zum Einsatz, die stark bepflanzt sind, so wie hier das Becken der Apistogramma Ketei. Ich habe hier eine Mischung aus langsam und recht schnell wachsenden Pflanzen. Ja, und hier dünge ich dreimal die Woche. Wie erwähnt, mit Nitrat, Eisen und Kalium. CO2 wird eingeleitet auf 20 Milligramm pro Liter. Ja, und wie man am Pflanzenwachstum sieht, die Pflanzen zeigen keine Mangelerscheinungen. Sie sehen prächtig aus. Und ja, falls doch mal ein Mangel vorliegt, kann man das gut eigentlich an Pflanzen ablesen und dementsprechend dann nachdüngen. Auch hier im Scape der Apistogramma Niceni wird dreimal die Woche gedüngt. CO2 wird eingeleitet. Ja, und besonders an der Hygrophylla kann man oft einen Kaliummangel ablesen, nämlich wenn die Pflanze Blattklerosen bekommt, also löchrige Blätter. Und ja, dementsprechend kann ich dann mit Kalium nachdüngen. Auch hier herrscht ein gutes Gleichgewicht. Ich habe keine Algen. Ja, und den Pflanzen geht es prächtig. Zum Schluss gehe ich noch kurz darauf ein, wie ich mit neu eingerichteten Aquarien umgehe. Ja, ich benutze wie in allen Aquarien Osmosewasser, füge etwas Kalium hinzu, mein Huminstoffsud und Laub- und Erlenzapfen. Die ersten 14 Tage wird gar nicht gedüngt. Die Beleuchtungsdauer beträgt dann 5 Stunden. Und das steigere ich dann schrittweise pro Woche um eine Stunde, bis ich dann bei 8 angelangt bin. Ja, und nach den 14 Tagen dünge ich auch hier auf Stoß mit Kalium, Nitrat und Eisen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!